Guten Morgen aus Berlin. Es ist schon wieder Mittwoch, der 30. März 2016 um 9.52 Uhr. Ich habe gestern nach der Arbeit, nachdem ich Essen gekocht habe für heute, im Endeffekt gepennt, habe mich auf die Couch gelegt, habe zwei, drei Sachen noch schnell weggearbeitet und habe mich dann hingelegt und mir gedacht, so nur eine Stunde schlafen, vielleicht gehen ja die Kopfschmerzen dann weg. Das war leider nicht der Fall. Dann war ich nach einer Stunde wieder wach, dann habe ich mich nochmal hingelegt und war irgendwie um 19 Uhr wieder wach. Also gefühlt nochmal 4 Stunden oben drauf geschlafen, hat wieder nichts geholfen. Dann habe ich Jermaine gesagt, ey, wir können leider heute nicht spielen und den beiden Jungs aus Belgien und England habe ich dann auch gesagt, wir können heute auch nicht skypen. Ich bin völlig durch, ich muss weiter pennen und bin dann auch schon wieder ins Bett. Und jetzt habe ich irgendwie 12 Stunden geschlafen. Der Kopf hat sich einigermaßen beruhigt, ich musste trotzdem eine Paracetamol nehmen. Und jetzt mal gucken, wie der Tag heute wird. Das ist recht spannend, interessant und irgendwo auch ein bisschen doof, aber immer wenn die Wolken recht niedrig oder tief hängen und es regnet und weiß ich nicht, ob das dann ein Tiefdruckgebiet gibt oder sowas, da habe ich keine Ahnung von, aber immer wenn scheiß Wetter ist, geht es in meinem Kopf auch ein bisschen auf und ab. Das ist ein bisschen doof, aber naja, nichts ändern. Jetzt werde ich erstmal gleich ins Büro stiefeln. Dort wahrscheinlich bis 15, 16 Uhr sein heute. Ich habe 2, 3 Termine mit Kollegen, um Sachen zu besprechen und das wird ein bisschen dauern. Ja, und dann mal gucken, was der restliche Tag heute noch so bringt. Freiberufliche Arbeit, die ich gestern nicht geschafft habe. Gestern habe ich echt nur das Notwendigste gemacht. Die werde ich mir dann heute vorknöpfen und das ist es dann eigentlich. Heute Abend ist noch nichts geplant. Erst morgen wieder da Sneak Preview, aber heute mache ich, glaube ich, nichts. Mal gucken, wie lange ich brauche, um den Freelance-Kram und auch den Papierkram zu erledigen, denn es ist ja schon wieder Monatsende, das heißt, ich muss Rechnung schreiben, vielleicht auch hier und da schon mal ein paar Rechnungen und Überweisungen vorbereiten. Naja, was man so macht, Bürokram halt. Ja, ansonsten gucken wir einfach mal, was der Tag so mit sich bringt. Ich muss jedenfalls wieder laufen, weil es heute wieder regnen soll. Gestern hat es ja auch geschüttet. Da bringt Fahrradfahren nicht viel, wenn man nicht dann wie so ein nasser Hund im Büro ankommen möchte. Und deswegen werde ich heute dann wieder zu Fuß ins Büro stiefeln. Leider geht es nicht anders, aber es sind ja auch nur 15 Minuten, die ich da brauche. Von daher ist das schon okay. Gut, dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Woche Mitte. Und ich hoffe, dass der Frühling bald wieder kommt. Am Wochenende sollen es ja irgendwie 20 Grad werden. Sehe ich momentan noch nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich fahre am Freitag erstmal für einen Tag nach Hannover, vielleicht ist ja da das Wetter schon ein bisschen besser, ist ja Richtung Westdeutschland ein bisschen näher. Keine Ahnung, also in dem Wetterbericht habe ich, glaube ich, gesehen, dass zumindest Süddeutschland bis zu 27 Grad haben soll, was ziemlich verrückt ist eigentlich, aber also am Wochenende. Aber naja, wir gucken mal, zu warm mag ich es ja auch nicht, aber so wie es momentan ist, regnerisch grau und Druck auf den Kopf, das mag ich erst recht nicht. Also dann, wir hören uns morgen Vormittag, habt einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao.